Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Spielepräsentation. Heute zeigen wir euch Beastie Bar von Stefan Kloß aus dem Zoch Spiele Verlag. Ja, Beastie Bar ist ein kurzweiliges Kartenspiel für 2 bis 4 Spieler, bei dem es darum geht, eben in die Beastie Bar zu kommen. Jeder Spieler bekommt 12 Karten, 12 Spielkarten auf die Hand und auf jeder Karte ist ein anderes Tier mit einer anderen Aktionsmöglichkeit drauf. Ja, und was sich im Detail dahinter verbirgt, das seht ihr jetzt. So sieht das ganze Spiel also von vorne aus, haben wir ja gerade schon gesehen. Viele wesentliche Informationen befinden sich auf der Spielseite. Und zwar sind die Regeln in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache gehalten. Hier ist die Altersempfehlung 8 und darüber. 2 bis 4 Spieler können das Spiel spielen und eine Partie dauert ca. 20 Minuten. So sieht es dann nochmal auf der Rückseite aus. Wir haben einen groben Einblick, wie die Karten aufgebaut sind. Hier ist nochmal der Klappentext, worum es thematisch geht. Und wir gehen natürlich einen Schritt weiter. Apropos gehen. Haben hier einmal eine reich illustrierte Spielanleitung. Hier fängt schon die neue Karte an. Es sind also 8 Seiten, die man locker auf eine DIN A4-Seite bekommt. Also recht kurze Regeln. Dann haben wir hier eine Übersicht der Karteneffekte. Lohnt sich auf jeden Fall, diese für Spielpartien zu kopieren, da man doch gerade am Anfang noch recht häufig drauf gucken muss. Dann gibt es hier einmal die Heaven's Gate-Karte. Auf dieser Karte kommen die Gewinnertiere, die es quasi reingeschafft haben. Das ist die sogenannte Das War's-Karte. Da kommen eben die Tiere hin, die es nicht geschafft haben. Die es nicht reingeschafft haben, das ist die Rauswurfkarte. Und die restlichen Karten präsentieren wir euch jetzt alle einzeln. Wie wir bereits gerade erwähnt haben, hat jedes Tier eine spezielle Aktion. Und Sinn des Spiels ist es unter anderem, diese Aktion taktisch und geschickt miteinander zu kombinieren, um seine Tiere eben in die Beastie Bar zu kriegen und die andere auf den Das War's Stapel, sprich rauszuschmeißen. Wir haben euch jetzt beispielhaft mal 3 Tiere uns überlegt, euch vorzustellen. Einmal das Stinktier. Spielt man das Stinktier, gehen die beiden Tiere mit den höchsten Zahlenwerten, Stinktiere ausgenommen, aus dem Spiel. Dann haben wir die Robbe. Bei der Robbe ist es so, dass die Rauswurfkarte und die Heaven's Gate Karte tauschen. Versteht ihr gleich, wenn wir euch zeigen, wie das Spiel im Groben abläuft. Und der Löwe, der König, der Partylöwe eben, König der Tiere, geht einfach an allen vorbei zum Heaven's Gate, eben zur Beastie Bar. Und alle Affen fliegen dabei raus. Es sei denn, es ist schon ein Löwe, ein anderer Löwe eben am Heaven's Gate, an der Beastie Bar, dann kommt der Löwe eben auch aus dem Spiel. So, und wie das Spiel im Groben abläuft, das zeigen wir euch jetzt. Das ist der typische Aufbau für 2 Spielerinnen bzw. 2 Spieler. Hier ist das besagte Heaven's Gate, hier ist die Beastie Bar, hier kommen alle Karten hin, die am Ende Punkte bringen bzw. zum Sieg führen. Das ist die Rauswurfkarte und hier kommen alle Karten hin, ja, die eben rausgeworfen wurden. Ist eben passend mit einer Gosse abgebildet. In der Mitte haben wir die Drängelmeile, die 5 Kartenbreiten eben breit sein sollte. Vor dem Spiel bekommt jeder seine 12 Karten, die er einmal ordentlich mischt. Das haben wir natürlich schon gemacht. 4 Karten zieht man sich, also bleiben noch 8 auf dem Nachziehstapel. Jeder hat einen persönlichen Nachziehstapel. Es gibt insgesamt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, 4 Farbkarten. Rot, Grün, Gelb und Blau. Heute werden wir mit Rot und Grün spielen. Und Grün beginnt einfach mal. So, und zwar mit dem
Känguru. Das Känguru dürfte an zwei Tieren vorbei, bringt aber gerade nichts, deswegen ist es einfach mal da. Ich ziehe mal eine neue Karte. Man muss nämlich immer auf vier Karten aufziehen. Wir spielen mal offen. So, dann haben wir hier einmal den Löwen. Der Löwen drängelt sich nämlich immer schön nach vorne. Er ist ja der Partykönig. So, zieht er eine Karte nach. Dann ist er wieder dran. Ich spiele jetzt das Krokodil. Nee, das ist Blödsinn, weil dann würde ich mich selber fressen, sehe ich gerade. Dann spiele ich jetzt den Affen. Der Affe mogelt sich, glaube ich, auch nach vorne. Ne? Ich muss nochmal gucken. Nee, der Affe würde Krokodile und Nilpferde auf die Gosse, in die Gosse schicken und alle anderen Affen, die hier mit drin sind, in umgekehrter Reihenfolge mit nach vorne ziehen. Macht er jetzt aber gerade nicht. Neue Karte ziehen, dann ist Rot wieder an der Reihe. Und Rot wird jetzt das Krokodil spielen. Und da haben wir jetzt diesen orangefarbenen Wirbel. Das heißt, dass diese Karte einmal pro Runde gespielt wird. In der Regel nennt sich das ständig. Das Krokodil hat die Fähigkeit, alle, die unter seinem Kartenwert sind, zu fressen. Das macht er jetzt bei diesen beiden Karten. Und die kommen hier. Somit sieht es für Grün gar nicht mehr ganz so gut aus. Und Grün ist dran. Grün spielt den Papagei. Der Papagei hat die Fähigkeit, eine Karte, eine beliebige Karte, auf den Ablagestapel, sprich in die Gosse zu schicken. Und entscheidet sich für den Löwen. So, zieht eine Karte nach. Und Rot ist wieder dran. Rot hat gerade nicht nachgezogen. So. Rot spielt das Nilpferd. Das Nilpferd geht in jeder Runde einen vor. Zumindest so lange, wie der Kartenwert es erlaubt. Dann ist Grün wieder dran. Spiele ich hier das Zebra. Das Zebra hat auch eine ständige Aktion und zwar kommen da keine Nilpferde und keine Krokodile vorbei. Dann ist Rot wieder dran. Die Karten sortieren hier. So. Was macht denn jetzt Sinn? Ja, Rot spielt das Känguru. Das Känguru geht zwei vor. Zack, zack. Und jetzt wird gewertet. Die Drängelmeile ist voll. Fünf Karten liegen aus. Die ersten beiden kommen in die Beastie Bar. Die haben es geschafft. Diese beiden kommen daran. Und das letzte, die letzte Karte wird auf diesen Stapel geworfen. So, und solange, das Spiel geht eben so lange, wie alle Handkarten gespielt wurden. Und durch diese verschiedenen Aktionen ergeben sich eben ganz viele verschiedene taktische Möglichkeiten. Ja, das war's von uns soweit. Wir wünschen euch viel Spaß in der Beastie Bar. Ja, Beastie Bar hat uns viel, viel Spaß gemacht. Wobei wir sagen müssen, dass in der Viererrunde das am lustigsten war. Dann kommt die Dreierrunde in der Hierarchie und die Zweierrunde war auch okay, wird aber irgendwann natürlich vorhersehbar, so was für Karten eben gespielt werden. Trotzdem ist Beastie Bar ein ziemlich geniales taktisches Kartenspiel, was man zum Beispiel als Opener oder eben als Absacker spielen kann. Wir wünschen euch an dieser Stelle viel Spaß damit.